Du findest ihn noch hinterhältiger als den fetten König? Ja, er hat auf jeden Fall schon so einige Seiten an sich. Späher bei dem man in die Ferne, Sünen. Bei dem man aufpassen muss. Der König ist, glaube ich, einfach nur irre. Der hat einfach nur einen Dachschaden. Was ihn natürlich nicht weniger gefährlich macht. Ja, 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 ja. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Gubbel, Gubbel. Ist das das richtige Haus? Ich glaube ja, ne? Ich würde mal behaupten, ja. Es war ein Massaker. Mein Gott, Leichen verstreut wie Kinderspielzeug. Sie sagen, es war ein Dämon. Das muss die Wache der Königin gewesen sein. Wirt, was ist hier geschehen? Versteck dich! Ich weiß nicht, ob es noch da ist, das Monster! Was? So viel Blut! Versteck dich! Ich sollte mich selbst umsehen. Was für ein Monster? Das einzige Monster hier bin ich. Dachte ich. Befehl von Odo Hauptmann, ich vertraue darauf, dass du, was? Du und dein Aufgebot noch in Sicherheit sind. In Ermangelung eines Ausschaus mit dir habe ich einen vertrauenswürdigen Verbündeten und nordischen Krieger namens Eivor zu dir entsandt. Übergib jenen, die du bewachst, in seinen Schutz. Sie werden sicherer sein als je zuvor, das verspreche ich dir. Du und deine Männer sind damit von ihrem derzeitigen Auftrag entbunden. Ihr könnt euch zu euren Familien begeben. Ich lasse nach euch schicken, wenn ich euch brauche, Graf Odo. Ja, der Zug ist abgefahren, glaube ich. Na, nun, hoch da. So, nicht da hoch. Mensch, Eivor. So, ist gut. Ist die Königin so entkommen oder sind ihre Gegner so zu ihr gelangt? Noch mehr von Odos Männern. Sie konnten die Königin nicht schützen. Also eigentlich sieht das immer nur so aus, wenn ich da war, ne? Da ist noch einer, der mit zwei Speeren von Odins Waffen kämpft oder so. Ich weiß es nicht. Ein Mönch. Was hat er hier gemacht? Hundertprozentig war das Schalt, der jetzt langsam wirklich durchgedreht ist. Oder vielleicht ist er ja wirklich besessen. In dem Spiel gibt es ja einiges an Zauberei. Roter Mond. Ja, das sind Odos Männer. Eine Schriftrolle mit eigenartigen Zeichen. Ob sie Teil von Bernards Studien war? Der Wirt könnte etwas über diese Schriftrolle und die Zeichen wissen. Oben liegt ein toter Mönch und eine Schriftrolle in einer Sprache, die ich nicht kenne. Vielleicht die Heilige Schrift in lateinischer Sprache. Der kleine Prinz liest Latein. Bernard? Ja, sie waren hier. Dieser Mönch war sein Lehrer. Er ist von der Kirche hier in Amiens. Die Königin sagte zu Bernard, er solle zu den Priestern und Nonnen dort gehen, wenn er Probleme hat. Dann sehe ich mir die Kirche mal an und hoffe, die Königin dort zu finden. Hundert Meter nur, okay. Da, das wird... Amiens feiert den großen Sieg von Königin. Ach komm, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Ich wollte gerade den schönen Esel bewundern. Der Junge ist hart drauf, Alter. Stört ihn gar nicht. Er quatscht einfach weiter. Ich hab den Jungen gesehen. Ich wusste es. Der Bastardprinz treibt sich hier irgendwo. Hier sollte ich vorsichtig sein. So. Ruhe hier. Ist mir egal, ob sie vom Teufel besessen ist. Niemand sollte lebendig verbrannt werden. Oh, da ist rechts irgendwer. Dich mach ich fertig. Nee, sehe ich nicht. Nein! Macht Druck, nicht nachlassen.
Der Teufel holt mich nicht. Der kennt mich gar nicht. Hi. Oh nein, Armbrustschütze. Von wo? Was haben wir denn da? Wie, was haben wir da? Was meint er? Ach, da hinten. Der nervt da hinten, ne? Und jetzt haut er ab! Der Hund! So. Bernard! Eivor, Gott sei Dank, du bist es. Was ist geschehen? Das Monster hatte uns zu Vaters Villa gebracht. Aber Richardes lenkte ihn ab und ich bin an der Mauer entkommen. Es gibt dort einen Turm. Und wenn man gut klettern kann, wie ich, kommt man leicht hinüber. Wo ist Richardes? Wo ist die Königin? Das Monster. Es nahm sie mit. Du meinst den, der das Gemetzel im Schankhaus angerichtet hat? Er sagte, er bringt uns wegen irgendwas zu Vater. Eine Prüfung. Ich war... Was für eine Prüfung? Ich... Er nannte es eine Probe. Ja, eine Feuerprobe. Bei Vaters Villa, hier in Amiens. Er will sie lebendig verbrennen. Gut, Bernard. Geh zu eurem Haus in die Soyot. Ich kümmere mich um Richardes. Ich kann dir helfen. Ich weiß so manches. Du musst meinem Vater nichts tun. Er ist nur oft etwas verwirrt. Du musst dich in Sicherheit bringen, Bernard. Das Schicksal des Frankenlands hängt von deinem Überleben ab. Es ist ein großes Wagnis, sich allein die Sequana entlang zu schleichen. Eine wahre Heldenprüfung. Bist du bereit dafür? Ich schaffe das. Gut, dann geh. Geh immer weiter und sieh nicht zurück. Ich kümmere mich um Richardes. Leb wohl, Eivor. Voll die Superman-Pose gerade gewesen und dann rennt er mit seinem Cape los. Und ich glaube, es geht auf den Endkampf zu. Und wer ist das Monster? Oh, guck mal, da ist jemand gestorben in der Nähe vom Ziel. Komme ich da einfach so rein? Verschlossen. Vielleicht komme ich über den beschädigten Teil hinein. Hallo, Männer. Ciao. Na, daneben. Hä? Wo bist du denn her? Ich dachte, er trinkt jetzt. Haben die gerade auf ihn geworfen? Was für Kollegenschweine. Ja. Warum brenne ich jetzt? Hä? Was ist denn mit denen? Ich würde niemals solche Leute in meine Armee lassen, die ein Explosivfass auf dem Rücken tragen. Wer hält denn das für eine gute Idee? Warte. Du bist tot. Nein. Du bist tot. Haha. So, müsste ich jetzt nicht einen Schlüssel haben? Irgendwer hatte doch hier... Ah, der Kollege hier. So. Nee, ich will ihn nicht mit... Den sowieso nicht. Hau ab!
So, 27 Pfeile, das müsste reichen. Da ist ja noch einer. Und die hat nichts mitgekriegt von den ganzen Explosionen da hinten. Ich hoffe, diese Umbauten sind die ganzen Doppelschichten auch wert. Klar. Sicher nicht. Ansonsten Gewerkschaft. Das war's für dich. Nee, sehe ich nicht. Jetzt haut er wieder ab. Die checken hier gar nichts, die Jungs. Was ist denn los mit denen? Wie, hey? Ciao. Ach Mist. Oh, der ist ja tot. Ich wollte ihn gerade runterkicken. Den krieg ich runtergekickt, oder? Obwohl, ich brauche das Adrenalin. Das ist doof, wenn ich in den Kampf mit dem Boss gehe und kein Adrenalin mehr habe. Hallo. Au. Na gut. Was ist denn da los? Nicht gucken, hier ist keiner. Nein, ich halte nicht an. Warte. Wer hat mich denn? So, du auch, oder was? Ja, ne? Ja, der schmeißt Steine. So. Ich wollte eigentlich nur rein, ne? Die haben selber angefangen jetzt. Ich wollte da ganz normal hochschleichen. Ich hätte die am Leben gelassen, aber... Ich muss mich ja wehren. Ah, okay, so komme ich. Ah, wo komme ich über den Zaun? Persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteil werden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts zu befürchten. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Ich hab's nicht eilig. Oh, doch, jetzt ja. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Du lebst? Tritt beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engel Wien! Für die kleine Mutter! Wieso lebt er noch? Für meinen Bruder Ebel! Ich werde die Welt von dir befreien! Aus dem Weg, Bischof! Ich töte dich erneut! Und das ist das Monster, oder was? Ich bin sein Zorn! Gar nichts bist du! Ich glaube, du willst den Schmerz! Du genießt ihn! Ich will dich nur zur Hölle schicken! Mist. Und ob ich schon wanderte, ist instant eine Verdorbenheit. Ist unmenschlich.
Das muss aber ein starker Regen sein. So ganz ohne Wolken. Ach, das ist der Besoffene. Den wir vorhin getroffen haben. Warum jagst du uns? Die Bellatoren werden... Ich muss Bernard finden. Bernard ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lissoyo geschickt. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Eivor. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutselin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Ich muss mit Charles reden. Und es könnte sein letztes Gespräch werden. Nein, er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer, vor Gott, vor Untreue. Er verdient Gnade. Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Engelaland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Ich versuch's. Gut. Wenn ich kann, verschone ich ihn. Ich muss nur sicher sein, dass er die Absprache einhält. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Der Herr wirkt durch dich und er ist gnädig. Vater, segne diese Männer, die sich demütig deinem Urteil stellen. Welch ein Irrsinn. Was hast du getan, Charles? Was ist los mit mir? Ich bin weich geworden. Er schlachtet seine eigenen Diener ab. Welch Wahnsinn. Sie hat ja gesagt, er wurde als Kind auch gefoltert und so, ne? Zwei Schlüssellöcher. Ich sollte mich umsehen. Ich weiß immer. Sie ist kein. Ich bin der Unmensch. Rette mich, oh Mutter! Ein Schlüssel. Er könnte in die Tür der Haupthalle passen. Als sie loben und betrogen, als sie Intrigen schmiedeten und angriffen, wer wartet dich da? Und der Tod ist ja immer der einfachste Weg, ne? Ja. Ich weiß, Dämon. Jetzt erkenne ich es. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Was ist das denn hier? Wieso steht das im Weg? Aufmachen. An den Steinen, an den Steinen, ich weiß. Okay, es geht. Irgendwo da. Okay, haben wir das schon gelesen? Bernards Tagebuch,
Mir gefällt es hier nicht, doch es ist besser, als bei Vater zu bleiben. Er hat sich verändert. Manchmal ist er ruhig und scheint normal, aber dann wird er wieder zornig und spricht mit dieser merkwürdigen Stimme. Alles ist anders. Ich will nicht mehr werden wie Vater. Ich will gar nicht mehr König werden. Ich weiß, dass es sich für mich nicht geziemt, aber ich möchte nichts anderes, als so zu kämpfen wie Eivor. Danke, glaube ich. Machen die Speere. Kauf dir 2 Speere, dann geht das. Und eine Druidenrüstung. Bist du aber sicher und Seite. Ich brauche einen zweiten Schlüssel. Wie? Ich habe doch 2 Schlüssel. Habt ihr noch einen Schlüssel? Wollt ihr wirklich hierbleiben? Der bringt euch um. Die Diener haben nichts falsch gemacht, außer dem König treu zu dienen. Ja, gut, war so klar. Jungs. Naja, gut. Ihr seid so dumm. Ihr hättet alle schon weglaufen müssen. Was ist das? Ein weiterer Zettel? Hinweis zum Wandbild. Liebe Bedienstete, es ist mir zu Ohren gekommen, dass Mitglieder des höfischen Gefolges Gerüchte über geheime Konstruktionen, Hebeltore und Todesfallen in den Quartieren unseres Herrschers verbreiten. Das ist offensichtlicher Unsinn und ihr werdet hiermit ermahnt, euren täglichen Pflichten nachzugehen, ohne müßigen Spekulationen und grundlosem Geschwätz nachzugeben. Jeder weitere Verstoß wird mit der Peitsche geahndet. Der Hausmeister. Der kämpft ja nicht mehr, die Silberzunge. Vielleicht sollte ich im Obergeschoss suchen. Eivor kämpft schon, aber er vermeidet es, wenn es nicht notwendig ist. So, bläh. Er ist ein weiser Wikinger. Warte mal, war ich hier nicht schon? Hier ist doch nichts. Obergeschoss. Obergeschoss. Ich höre dich, komm, mein König. Bitte weiche zurück. Ich verbrenne dich. Ich weiß, du fürchtest das Feuer. Was hast du vor? Ich bin nicht er. Ich bin nicht der König. Ja, das hat mir gedacht. Ich geh mal kurz. Heilige Schrift der Christen. Kein Schlüssel darin. Seltsam. Ja, vom Wolfsmahl zum Kuscheltier. Richardes Tagebuch, das ist alles nicht Charles Schuld. Der Teufel quält ihn schon seit seiner Kindheit. Wer vermag so etwas zu ertragen und dabei normal zu bleiben? Und doch hat er immer auf mich gehört und auf Gott. Wenn wir gemeinsam beten, zieht sich die Dunkelheit zurück und er wird wieder freundlich und höflich. Genau wie es geschrieben steht, trotze dem Teufel und er wird fliehen. Wenn ich nur mit ihm allein sein könnte, ohne seine Wachen und Berater, könnte ich zu ihm durchdringen. Ich weiß es, ich muss es versuchen. Mit Gottes Hilfe schließlich ist es auch meine Pflicht als seine Gemahlin. Weißt du, Eivor kämpft ein bisschen weniger jetzt, weil es einfach keine Gegner mehr für ihn gibt. Ich meine, was soll das? Er lohnt doch gar nicht mehr. Noch ein Schlüssel. Vielleicht passt er in die Tür der Haupthalle. Eivor ist ein bisschen... wie Saitama, es lohnt alles nicht. Es ist alles zu langweilig. Falls du Saitama nicht kennst, ich sollte diese Schlüssel bei der Tür der Haupthalle probieren. Dann musst du One Punch Man gucken. Hoffentlich klappt das. Der Engel, die Heilige, aus der das Licht Gottes hervorstrahlt. Sie hatten recht, was mich angeht. Sie hatten alle recht. Ich weiß. Wir sind, wie Sie sagen. Wir waren es immer. Selbst als Sie mich brannten, log ich und täuschte vor, von Dämonen befreit zu sein. Aber ich wusste es. Kein Feuer könnte mich deiner entledigen. Sie haben es oft genug versucht. Unter dem vernarbten Fleisch warst du immer noch da. Du bist hier. Du bist immer hier gewesen.
sind eins, Dämon. Lauter! Wir sind der Dämon! Wir sind... Ich bin nicht der einzige Dämon in dieser Kammer. Okay, so wird schwierig mit reden, aber wenn du unbedingt möchtest. Ey, du hast was im Knie. Ey, du hast was im Gesicht. Stört ihn gar nicht. Alles klar, Kampf fängt an, jetzt schon. Der ist unsterblich? Nicht zum ersten Mal. Vielleicht wird er wieder auferstehen. Okay, Feuer kann ihn. Kann ihn verletzen, wie es scheint. Auch normales Feuer. Nicht weit genug. Ja, geht so. Ich bin nicht so unsterblich wie du, aber doch schon ein bisschen. Was hat der vor? Lass das! Alter, hast du das betreut. Er scheint meinen Angriffen zu widerstehen. Jetzt bewirft er mich mit Wasserkrügen. Ich kann ihn nicht zurückwerfen, warte. Lass den Scheiß. Das war nicht geplant. Warte mal, ich mach die mal alle kaputt. Doch nicht. Wieder versenkt. Ja. Hör auf zu jammern und kämpf. Na. Ich brauch diese komischen Schalen nicht für dich. Au. So, guck mal, brennt. Hübsch, ne? Dann machen wir das. Oder ich sperre mich selber hier ein. Was gibt's hier? Könnt ihr anmachen? Na. Wie er den Pfeil noch im Gesicht hat. Das ist das Ende, Charles. So. Lass mich hier raus, du Sau. Oh, was? Nicht ehe du schwörst, dass du und dein Heer nie nach England kommen werdet. Du hattest Gelegenheit, ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu schließen. Du hättest mir nur meinen Sohn übergeben müssen. Hier geht es um mehr als das Schicksal eines Jungen. Für dich vielleicht. Nein, sieh nicht hin, meine Königin. Sorge dich nicht, mein Gatte. Ich bin für dich da. Moment, was? Lass uns allein. Wir halten unser Versprechen. Und wenn nicht, komme ich zurück. Ich weiß. Na,
Der Wahn von König Charles, abgeschlossen. Yeah, ein Beherrschungspunkt, geil. Muss ich verteilen. Nicht, dass ich sonst irgendwie von den nächsten Gegnern überwältigt werde. Neue Quest. Sieg. Ja, und ich befürchte fast, das wird dann das Ende dieses DLCs. Bündniskarte. Zielaufschaltung. Manhire. Steinanordnung, Brennpunkt, okay. Eine Menschenmenge. Was geht da vor? Þeir finnir ekkert í húsin af því að ekkert ekkert að leina. Vinsablika, fermið jóða. Ekk veit að þú mónd halda ein orð við mig. Was ist da los? Kann ich weitergehen? Aufgepasst. Doch, jetzt geht's. Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Ava! Endlich können wir vernünftig reden. Was ist mit Richardis? Hast du Charles getroffen? Richardis überlebte eine Feuerprobe. Die Flammen rührten sie nicht an. Und der König? Hast du meine Bitte erfüllt? Ich kämpfte gegen Charles. Doch er lebt noch. Du hast zwar nicht versprochen, die Bestie zu töten, und vielleicht war es töricht, dich darum zu bitten. Doch bitte sage mir, dass du sein Wort nicht über meines stellst. Richardis hat ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft des Frankenlands. Und sie gefielen mir. Nach allem, was ich tat, um sie vor ihm zu schützen. Ihr Plan klang schlüssig und überzeugend. Sie wollte den König bändigen. Sie übt wahrhaftig eine gewisse Macht über ihn aus. Das ist der Plan für die langfristige Sicherheit deines Clans? Sie wird den kleinen Bernard zum nächsten König der Franken erziehen. Er ist noch ein Frischling. Du solltest froh sein, Udo. Charles ist fort. Er wird dich nicht mehr behelligen. Vielleicht. Aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie dieses Reich weiter auseinanderbricht. Wenigstens können wir auf Charles Bändigung trinken. Gehen wir! Wir haben viel zu erledigen! Was glaubst du, was er tun wird? Ich traue dieser Marotte von ihm mit dem Trinken nicht, ne? Beim ersten Mal schon nicht, beim zweiten Mal auch nicht und jetzt auch nicht. Was ich glaube, was er tun wird... Weiß ich nicht. Ob er wirklich nach Charles suchen wird?
Er hat ja sozusagen seine Frau beschützt und alles und jetzt kümmert die sich um Charles. Damit würde er sie auch in Gefahr bringen. Ich weiß nicht, ob er das machen würde. Das vielleicht eher. Aber im Grunde genommen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er jetzt tun wird. Ich werde ihn noch lange von Piers überwachen lassen. Ein weiser Schritt. Kann Richardes Charles wirklich davon abhalten, wieder als König zu regieren? Darauf setze ich zumindest. Das Leben meines Clans hängt davon ab. Nicht allein davon. Du hast auch immer noch mich. Ich werde dich benachrichtigen, falls sich Charles aus der Grube schlängelt, in die Richardes ihn gesteckt hat. Was deine Beziehung zu Odo angeht, du könntest ihm das Land zurückgeben, das Charles Siegfried versprach. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Ehe du gehst, nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Tuka. Kiez werfen. Musste jetzt sein. Ich finde den Kelch, den sie hat, geil. Will ich auch haben. Ja, und damit ist das DLC, die Belagerung von Paris, abgeschlossen. Ist hier wieder ein pingelnder Hund? Nein. Neue Quest, Heimkehr. Was man halt noch machen könnte, ne? Wäre halt so der Widerstand, aber da gibt's halt nur so kosmetischen Kram. Sicher habt ihr es gehört. Ah, die Katze. Ja, das haben wir. Charles lebt immer noch. Es war eine schwere Entscheidung. Was zählt, ist die Sicherheit Englerlands. Was für dich zählt? Nicht alle sind deiner Meinung. Neue Kräfte bedrohen die Zukunft des Frankenreichs. Die Loyalisten sind mit deiner Abmachung unzufrieden und wollen ihren eigenen König auf dem Thron. Wir machen weiter wie bisher. Jetzt kämpft ihr für das Königreich? Unser Kampf stand immer im Dienste des Frankenreichs. Na, was hast du vor? Zeit für ein paar Verbesserungen. Ich guck mal, ob er irgendwie andere Sachen hat, aber ich glaube nicht. Hier sind wieder die ganzen Ausbildungsdinger, ja. Ja, und er hat genau das Gleiche. Kann natürlich sein, dass er mehr anbietet, wenn man den Verruf erhöht. Aber ich gehe davon aus, dass es alles in der Richtung sein wird. Hier kosmetische Entwürfe, Ausrüstung wird man wahrscheinlich hier das ganze Set kriegen, aber ja. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Wie kann ich helfen? Warte, ich muss kurz mal gucken. Ich komme später wieder. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du es dir anders überlegst. Ich gehe mal davon aus, dass er halt auch das Questziel ist, oder? Kehre nach nach Hause zurück. Jo, dann muss ich wohl mit ihm reden. Was möchtest du tun? Nach Englerland? Nach Englerland. Na dann mal los. Thank you.
Ratteneinsperren. Achso, das war das. Ich wollte sagen, Ratteneinsperren, hä? Jetzt gibt's wieder nichts von den coolen Sachen. Weißt du, jetzt hätte ich genug Zeit zum Lesen. Schade. Eivor! Sind wir in Sicherheit? Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englands landen. Ich hörte, Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Die Königin, Richardis, glaubt, in Abgeschiedenheit könne sie den irren König bändigen. Sie haben sich an einen fernen Ort zurückgezogen. Aber Charles ist bekannt für sein stürmisches Gemüt. Kann diese Königin ihn zähmen? Richardis schöpft aus einem tiefen Brunnen des Mutes. Und sie hat mehr Einfluss auf Charles als jeder andere. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Hoka Sinriks Tochter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schnell. Sie wird uns kein Unrecht tun. Vielleicht müssen Sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Ich fürchte auch. Neue Stärke erfüllt verwitterte Hallen. Nun kann ich ruhen. Ja. Es gibt jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann, die aber halt immer darauf hinauslaufen. Was ist das denn hier? Achso, ja genau. Diese Nebensachen zu machen und halt viel gegrinde, glaube ich, ist. Also was annehmen, was töten, was annehmen, was plündern. Halt so, was jetzt nicht wirklich Geschichte bietet. Und ich würde sagen, damit befasse ich mich jetzt erstmal nicht. Ich, was aus Sigurd geworden ist. Sigurd haut hier, irgendwo rennt der rum, warte mal. Wo ist ja meine Haupthalle? Wo bin ich? Sönin, leite mich. Oh, da oben ist die. Der müsste da in der Halle rumhängen. Oder auf dem Friedhof, ich weiß es nicht genau. Ich guck mal. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, weil du so eine Olli geküsst hast, hast du das einfach nicht mitbekommen, die sind gar nicht mehr zusammen. Ganz am Ende habe ich doch alles schon da, haben wir uns doch unsere Liebe gestanden, sozusagen. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Ja, finde ich auch. Wo ist denn dein Ex? Was ist das? Ach so, Gilbert. Der muss hier irgendwo rumgeistern, frag mich nicht. Ich hätte jetzt vermutet, irgendwo hier, saufend oder so. Ja, was wollte ich sagen? Genau, ich werde diese ganzen... Schönen Tag, Eivor. Hallo, diese ganzen kleinen Nebensachen... Achso, sie tätowiert da. Werde ich jetzt nicht noch machen. Das... Wäre, glaube ich, auch nicht so spannend. Und werde dann Assassin's Creed erstmal als beendet betrachten. Bis das vermutlich noch kommende dritte DLC kommt. Wer führt jetzt das Dorf? Na, ich führe das Dorf mit Randvi. Mutti! Komm her.
Achso, warte mal, ich muss ja... So. Ja, und bis das neue DLC rauskommt, muss ich mal gucken, was ich dann jetzt so... den so am Wochenende mehr spiele, ne? Aber auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, für YouTube... Warte, dann mach ich mich kurz an. So, willst du sehen? Ich glaube ja. Weiß nicht, auch egal. Ja, für YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Was machst du denn da? Hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bleibt gesund und gehabt euch wohl. Kommst noch dis? Ich werde den Stream noch gar nicht beenden. Ich werde erstmal nur die Aufnahme für Valhalla beenden. So, jetzt aber für YouTube. So, ciao.